Hallo, da bin ich wieder und diesmal mit einem Nähtutorial. Eine Abonnentin hatte mich angesprochen und mich darum gebeten, dass ich doch mal ein schlichtes Nähtutorial vorbereiten sollte. Und jetzt nach einiger Zeit habe ich mich endlich dazu entschieden, welches ich jetzt machen werde, weil ich euch wirklich auch nur Sachen vorstellen will, die mir selbst auch gefallen, weil sonst wäre es ja nicht so prickelnd, oder? Ja, und ich habe mich letztendlich jetzt für dieses hier entschieden. Der obere ist noch nicht fertig. Für diesen hier entschieden. Finde ich eigentlich ganz schön. Ist braun-weiß und hat Glitzer noch. Ja. Ich habe einen Basecoat von Essence. Und der reicht mir auch. Ich denke mal, den werden auch viele benutzen. Basecoats sind einfach nur da, damit sie eure Nägel schützen. Damit sie nicht so krass strapaziert werden, dass sie letztendlich gelb oder sonst irgendwie was werden. Das Problem habe ich nämlich auch oft, dass mein weißes oben gelb ist, dadurch, dass sie so oft vom Nagellack verdeckt werden und dann kein Licht drankommt. Aber dafür schützen euch diese Basecoats. Dann zusätzlich wollte ich erstmal zwei Sachen klären, nämlich meine Nägel sind echt und ich habe keine besondere, extravagante Nagelpflege-Routine, die ich euch in einem Video vorstellen könnte. Es ist ganz alltäglich, das macht jeder. Was ich so auch mache, Pfeile und sowas und Co., das sind einfach die Standardsachen. Aber ich habe jetzt nichts, ich benutze gar nichts, was meine Nägel irgendwie härten würde oder in irgendeiner gewissen Sache, so extra Sachen benutze ich gar nicht. Und deswegen kann ich leider kein Video dazu machen. Es tut mir auch wirklich leid, ich würde gerne eins machen, wenn ich Sachen hätte. Ich würde euch auch alles verraten, aber meine Nägel sind irgendwie, hört man ja, von alleine so hart und brechen nicht ab. Finde ich ganz lustig, im Unterricht kann man damit rumspielen. Ja, ich fange dann aber jetzt am besten mal mit dem Nail-Tutorial an. So viel sinnlos plappern soll ich hier auch nicht. Ich habe jetzt schon mal eine Schicht von Nivea Rosé Nummer 3 aufgetragen. Den Nagellack finde ich eigentlich ganz schön. Der hinterlässt auch keine Spuren, aber es ist dieses ganz normale Rosé, was ihr wahrscheinlich für eure French Maniküre benutzt. Werdet ihr wahrscheinlich bestimmt zu Hause haben. So eine Farbe ist es ungefähr. Dann, den habe ich jetzt schon hier aufgetragen. Ich bin schon weiter. Ich tue mein Video immer durcheinander drehen. Und dann als zweites habe ich jetzt hier einen weißen Nagellack benutzt. Der ist von Maybelline Yale Colorama. Ich finde, der ist sehr schön. Auch Nummer 51 French White. Sehr schön, da er sehr deckend ist. Weil ich kenne einige weiße Nagellacke, die sind dann durchsichtig oder trocknen erst gar nicht. Und nach einer Stunde kann man immer noch drauf fassen und dann ist der Finger abgedeckt. Von daher, den hier kann ich euch empfehlen. Der ist sehr schön. Dann fange ich jetzt einfach mal an. So, ihr braucht jetzt eure Pappe, euren weißen Nagellack und den Pinsel, den ihr wahrscheinlich so zugeschnitten habt oder wenn ihr halt was anderes habt. Das habe ich bei meinem letzten Nagelvideo erklärt, da ich das hier einfach nur abgeschnitten habe und dann in der hatte dann zugeschnitten. Ihr tut wieder einen Tropfen auf eure tolle Pappe machen. Braucht gar nicht so viel. Und dann fangt ihr an, hier in der Mitte mit einer Zacke nach oben zu gehen. Einfach so nach oben. Ihr müsst ein bisschen ausprobieren, wie es klappt. Und macht eigentlich erstmal einfach diese Außenform. Jetzt macht ihr eure zweite Zacke. Ist ein bisschen scheiße so, man sieht so wenig. Jetzt eure dritte. Jetzt habt ihr das äußere Muster. Es muss nicht ordentlich aussehen. Es muss wirklich nicht ordentlich aussehen. Ihr nehmt jetzt einfach euren weißen Nagellack. Natürlich könnt ihr jetzt mit dem Pinsel jetzt alles ausmalen. Das ist mir aber zu doof. Dafür habe ich keine Geduld. Deswegen nehme ich einfach jetzt den weißen Nagellack. Und es ist klar, dass da jetzt Strukturen drin bleiben. Nur die sieht man letztendlich später sowieso nicht. Von daher
So, als nächstes benutze ich jetzt einen braunen Nagellack. Der ist von Essence, Multidimension, Dimension, bla bla, wie man das auch aussprechen will. Der ist braun. Habe ich wahrscheinlich schon gesagt. Ist die Nummer 39, Spicy. Ihr tut jetzt wieder hier so einen schönen Tropfen draufklickern. Und nun könnt ihr schon mal anfangen mit den äußeren Linien. Das heißt noch nicht mit den Linien, die hier auf dem Weißen sind, sondern wenn es halt noch nicht trocken ist, ups, wenn es halt noch nicht trocken ist, mit den äußeren Linien. Ihr habt ja jetzt sozusagen fast drei Dreiecke und ihr nehmt die rechte Seite immer, die ihr mit einem braunen Strich umrandet. Ich hoffe, das ist verständlich. Also von mir aus rechts. Ihr könnt es natürlich auch mit schwarz machen. Aber da dieses Nail Design schlicht bleiben sollte, habe ich jetzt einfach mal braun genommen. So sieht es dann ungefähr aus. Und hier jetzt auch wieder bei der Ecke auch wieder die rechte Seite umranden. So. Jetzt habt ihr schon eure zwei braunen Linien. Die müssen wirklich nicht ordentlich aussehen. Und jetzt habe ich hier einen Tip Painter. Ein Glitzer, so auch von Essence, ist die Nummer, gar keine Nummer, einfach nur Glitzer. Tip Painter. Und man denkt, okay, das sieht man jetzt nicht so sehr, aber ich finde, das setzt einen kleinen schönen Akzent auf die Nägel, wenn man es so sagen kann. So, jetzt umrandet ihr die linke Seite. So, hier und das ist dann dreimal, weil hier nur noch die linke Seite sozusagen vorhanden ist von diesem Dreieck. So, das letzte sieht man leider nicht so gut. So, nun macht ihr die nächsten drei braunen Linien. Fangt hier oben in der linken Ecke an. Ich fange immer mit der mittleren an. Dann die anderen beiden. So. Und falls euch jetzt was daneben geht, so wie mir jetzt hier, dass die beiden braunen Linien aus Versehen verbunden sind, nehmt ihr einfach wieder ein bisschen Weiß. Und geht mit dem Pinsel einfach hier nur so ein kleines bisschen drüber, sodass die Linien wieder getrennt sind. Also muss man nicht immer wieder von neuem anfangen und wieder immer wieder alles wegmachen, weil dieses Weiß, wie bereits gesagt, deckt sehr gut. Ich hoffe, das Nail Tutorial hat euch gefallen und dann sehen wir uns dann beim nächsten Video. Tschüssi!